Moin zusammen, wir sind es wieder, Hendrik und Torge. Herzlich willkommen zum zweiten Teil der bewegten Lüftpause mit Rasta zum Thema Kinder-Yoga. Dann wollen wir mal sehen, was unsere erste Aufgabe ist. Wir starten mit dem Bogen. Gut, Zeit für die nächste Aufgabe. Torge, du musst dich einmal auf den Rücken legen. Jetzt versuchst du bitte mal deine Füße aufzustellen, die Hände neben dem Kopf aufzustellen und du drückst dich einmal hoch. Ja, wie ihr seht, der Körper ist hier super gestreckt. Es ist total gut für eure Atmung. Ja, eure Muskeln werden gedehnt, es stärkt euren Rücken. Torge atmet schon wieder total ruhig, total stark durch die Nase ein, durch den Mund aus. Dann wollen wir mal schauen, was als dritte und letzte Übung ansteht. Unsere nächste Aufgabe ist die Standwaage. Dann kommen wir zu unserer letzten Aufgabe, der Standwaage. Torge versucht einmal, das Bein anzuziehen und die Hacke zum Popo zu bringen und langsam nach vorne zu fallen. Wenn er diese Position für 1-2 Sekunden gehalten hat, versucht er mal, das Bein auszustrecken und beide Arme nach vorne zu strecken und bleibt dabei so gerade wie möglich. Auch hier achten wir wieder auf unsere Atmung und dann geht es das nächste Bein dran. Diese Übung ist klasse, um euer Gleichgewicht zu stärken, um eure Konzentration zu fördern, weil es eine sehr, sehr schwierige Übung ist. Durch die Nase ein, durch den Mund aus. Sehr gut. So, und das war's auch schon wieder mit dem zweiten Teil zum Kinder-Yoga in unserer bewegten Lüftpause mit Rasta. Torge, hat's dir Spaß gemacht? Ich fühle mich viel, viel entspannter. Sehr schön, das freut mich. Ich hoffe, ihr in den Grundschulen und auch zu Hause hattet genauso viel Spaß wie Torge und ich hier. Alle Übungen, die wir euch gezeigt haben, könnt ihr 20 oder 30 Sekunden lang halten, um euren Rücken bestmöglich zu stärken, um richtig zu entspannen und eure Atmung zu kontrollieren. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich. Ciao.